Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Schwarz 2 Randomizer Nuzlocke. Ja, beim letzten Mal haben wir die Kanalisation gesäubert, mehr oder weniger, und haben ein neues Teammitglied, nämlich Milza. Hat noch den Schlitzer gelernt, ansonsten hat sich hier eigentlich nichts getan. Ja, wir werden jetzt in die Kanalisation nochmal gehen. Denn dort können wir noch ein Pokémon fangen. Indem wir die Treppe hochgehen, wo wir beim letzten Mal nicht hochgehen konnten, weil da irgendjemand war, der irgendwas mal wieder gesucht hatte. Man kennt die typischen Nintendo-Ausreden ja. Tanigabeere. Keine Ahnung, ob ich das schon mal gehört habe. Oh, wackelndes Gras. Okay, Pokémon. Ein Octillery. Okay. Was hast du denn ersetzt? Oder hat Octillery so schlechte Werte? Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Aber okay. Wow, das macht ja Schaden. Ja, das kam jetzt ein bisschen überraschend, aber okay. Das hier gilt nämlich als Stratos City, wo wir hier sind. Und daher ist das eine neue Route und wir können uns ein neues Pokémon fangen. Er verkriecht sich gerne in Löchern, von wo aus es Gegner mit Tinte beschießt. Es bevorzugt Felsspalten und Vasen. Ja, Octillery ist eigentlich ein interessantes Pokémon deshalb, weil es kann sehr viel lernen. Ich glaube, es kann so gut wie alle Elemente lernen, oder? Also von Gruppe jedem Element kann es irgendwas lernen. Und daher, wieso ist unbedingt Octillery eines der Pokémon ist, dass die meisten Attacken ever lernen kann, keine Ahnung. Aber es ist so. Es ist, wie es ist. Gut, dann hätten wir das jetzt auch erledigt. Wir haben ein weiteres Wasser-Pokémon. Ich sehe schon, ich werde hier so der Wassertrainer in dieser Challenge. Wenn ich mal allgemein gespannt bin, ich meine, wir hatten bisher echt Glück gehabt mit Encountern und allem. Gut, wenn man das ist so und mehr oder weniger Azurill mal von absieht. Hey, ein forsches Wesen. Gut, endet, ist das nicht so schlimm, ist eh nicht das Schnellste. Ja. Aber der Rest sieht eigentlich ganz passabel aus. Aber aktuell kein Bedarf dran, also heben wir es uns mal auf. Ich denke mal, heute können wir mit der Kampf-AG loslegen. Das muss hier auch noch erledigt werden und so können wir unser Team noch ein kleines bisschen trainieren. Vor der Arena. Ich glaube, Arti war auf Level 26, wenn ich mich nicht irre. Von daher, da ist noch ein bisschen Luft hin. Da können wir durchaus noch ein bisschen was machen. Ein Vulcano. Ein männliches Vulcano.
Mit Bedroher. Wie wirkt Rivalität nochmal genau? Wird Schaden, wenn Ziel dasselbe Geschlecht hat. Okay, also... Zweimal halbiert. Nein, danke. Na gut, nicht zweimal halbiert, halt zweimal gesenkt. Also, halbierter Angriff. Da gehe ich doch lieber auf Shillock. Vulcano ist auch so ein Pokémon. Ich glaube, das ist von vielen so ein Favorite, oder? Also, es gibt wenige Leute, die Vulcano oder Arcani nicht mögen, oder? Was meint ihr? Mag jemand Vulcano nicht oder Arcani? Wenn ja, wieso? Ich meine, es ist jetzt definitiv nicht mein Lieblings-Pokémon. Ich warte ja immer noch darauf, dass wir mal mein Lieblings-Pokémon finden. Der Schwarz 1 Challenge. Hätte ich ja eins auf einer Route bei Raiono finden können. Aber ich habe vorher eine olle Miezekatze, glaube ich, gefunden. Und da war ich ziemlich traurig, weil, und Kaumalat, ne? Wäre mir halt damals lieber gewesen. Entschuldigung. Bin müde. Ich muss aufnehmen. Ich muss diese Sucht befriedigen. War ja am Samstag der Fall, dass ich da eben mal aussetzen musste. Aus genau diesem Grund. Dass ich einfach viel zu müde war und mit den Gedanken nicht so ganz bei der Sache gewesen wäre. Deshalb habe ich gesagt, okay, wir lassen es mal sein. Kommt heute mal nichts. Das ist ja noch das mehr oder weniger Vorteil, dass ich das Ganze hier nicht beruflich mache. Eine Scope-Linse, okay. Weil, ja, wenn ich Vollzeit-YouTuber oder so wäre, dann wäre ich teilweise, also ja, ist ja gar nicht so geschwächt. Ach, dann wäre ich gezwungen, eben regelmäßig Content zu machen, zu streamen eventuell immer, was ich eigentlich auch als mal vorhabe, aber ich komme nie dazu. My life is a mess, bro. And sis. Nein, ich habe jetzt keinen Bock auf irgendeine Gender-Gedöns-Thema zu reden. Dieses ganze Political Correctness Thema ist, glaube ich, nichts. Wow, ein Traumball. Hey, wir haben einen Meisterball. In der Dream World. Da wäre das Meisterball, ja. Aber nicht hier. Das sind Themen, die müssen jetzt nicht unbedingt in einem RP-Video, glaube ich, angesprochen werden. Wenn Interesse besteht, kann man da vielleicht in einem Stream drüber reden. Da kann man im Allgemeinen mehr, hey, der beste Ball ever, Flottball. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, für ein RP ist das nicht so das perfekte Thema.
Du bist doch der Pokémon-Trainer, dem ich unten am Eingang begegnet bin. Und jetzt bist du hier, das spricht für dich. Nun musst du dich aber dem stärksten Trainer in diesem Gebäude stellen. Bühne frei für meinen Enkel, er ist hier der Chef. Okay. Ich als Chef sehe es als meine Pflicht an, dir zu demonstrieren, wie tiefgreifend wir uns hier mit dem Studium des Trainerdaseins befassen. Es kommt einem so ein bisschen so vor, als dass der Opa da sein Kind als Alibi-Chef darstellt, wenn er hier die krummen Geschäfte im Hintergrund macht. Ja, ich hab dich durchschaut, Opa. Das auf jeden Fall. Naja, wer weiß. Paddybart, schon wieder. Das ist auch kein Betrüger. Was hat denn das sonst als Fähigkeit? Weiß es gar nicht. Ich gehe auf Polygon. Weil eigentlich müsste das Ding doch auch Bodycheck können, oder? Das wäre nämlich nicht so gut, denn die Attacke könnte wehtun. Vor allem nach dem Silberblick. Mach bitte viel Schaden. Ja, das ist Schaden, den ich sehen will. Porygon ist so ein gutes Pokémon. Ich glaube, ich nutze es sogar gerade das allererste Mal ever. In dieser Challenge. Jetzt habe ich doch glatt verloren. Ich war zu schwach und du zu stark. Ein Grund mehr, unsere Nachforschung weiter voranzutreiben. In Teil 1 hatte der, glaube ich, noch einen Unter-Tytox, oder? Hat man überhaupt gegen den gekämpft? Oder war das der Hausmeister, der da Chef war und das Unter-Tytox hatte? Ich weiß gar nicht mehr. Für die Pokémon fehlt die Trainer. Gewinnt man einen Kampf, hat man dies seinem Team zu verdanken. Verliert man, ist dies allein die Schuld des Trainers. Nee, es ist nur der Pokémon, ja? Die haben sich nicht angestrengt. Wenn man stärker werden will, können diese Einstellungen sehr hilfreich sein. Naja, aber am wichtigsten ist immer noch, dass man mit Spaß bei der Sache ist. Und ich krieg nichts. Was war ich hier für diese Lebensweisheit? Mensch, was eine Verschwendung. Ich hoffe, ihr geht pleite. Habt ihr denn ein Corona-Konzept auch? Ja? Ja? Ansonsten tue ich das Amt auf euch hetzen. Ja. Im Ernst. Viele Betriebe nutzen das Ganze mit der Kurzarbeit und all. Glaube ich zurzeit auch ziemlich aus. Aber gut. Da gehören die wahrscheinlich auch dazu. Ja. So korrupt, glaube ich, sind die auch. Aber das ist ein anderes Thema. So, Game Freak war doch auch noch hier, oder? Ich sehe schon, Shadow City, da hängt man eine ganze Weile dran. Wem? Ach komm, ich hab Bock auf Porygon. Das sweept jetzt hier alles weg. Naja, Überreste ist richtig geil. Überreste, oh, so gut. Überreste, kennst du, ne? Ja, habe ich schon mal von gehört. Bipi. Hey. Ein Pipi.
Gibt's eigentlich... Rückkehr ist doch eine physische Attacke, ne? Gibt's eine starke physische Normalattacke? Spezielle Normalattacke? Ja, und er gibt mir natürlich nichts, ne? Ich glaube, der hatte die Affen. Rillmark, Sodamark, Vegimark. Morimoto mit Vegimark, genau. Der obligatorische Vegimark-Trainer. Oder halt Affentrainer. Ich überleg gerade, gibt's eine spezielle starke Normalattacke? Eigentlich so die meisten Normalattacken, die man nutzt, sind sowas wie Rückkehr oder Stärke. Die meisten Normalattacken sind halt einfach physisch. Mir fällt halt echt keine ein. It's a Creed. Mann, ich sehe gerade eine Cam. Ich bin ja noch bleicher als sonst. Also ich bin allgemeinlich bleich. Gut, bis auf meine Arme. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Ich glaube, die vielleicht sogar noch eher. Die ist ein bisschen rot. Liegt einfach an, ja, dem Zeug, was ich auf der Arbeit benutze. Ist jetzt nicht gerade sehr gesund für Haut und Körper allgemein. Entsprechend habe ich eben ein paar Hautausschläge, war auch schon mal beim Arzt. Na gut, geh mal zum Hautarzt, ne? Aktuell vor allem. Momentan können die Ärzte einem ja allgemein leid tun. Aber ja, das Einzige, was der Arzt mir damals verschrieben hatte, war eine Salbe. Yay! Und die hat so viel gebracht. Gut, ich war letztens mal bei unserem Hausarzt. Und, man hat ihm angemerkt, dass er unter Stress war. War auch abends, wo ich noch da war. Also der hatte an dem Tag auch noch bis 7 Uhr abends auf. Für Leute, die eben noch arbeiten gehen. Und ja, man hat ihn schon angemerkt, er hat ganz schön viel Stress. Aber gut, das kann man durchaus verstehen in der aktuellen Lage. Da ist schon ein bisschen viel zu tun, glaube ich. Ja, hier die Züchter, die sind allgemein... Das ist zweierlei, finde ich, bei denen. Einerseits sind die ganz nett zum Trainieren, weil wenn du die Route wechselst, kämpfen die immer wieder gegen dich. Das sind aber die einzigen, bei denen das der Fall ist. Aber wenn du keinen Bock hast, gegen die zu kämpfen. Na komm, ich bleib einfach drin. Und du einfach nur hier vorbei willst und dann aus Versehen in die reinrennst. Das kann dann ein bisschen nerven, ne? Vor allem ist das hier auch so eine Stelle, muss ganz weit außen vor dem Wanderer laufen. Dass du nicht gegen sie kämpfen musst. Also wenn ich jetzt die Route verlasse und wieder neu betrete, und einfach hier durchrenne, oh, will sie wieder kämpfen. Okay, da sind ein paar Kastellied.
Ja, es sind auch keine normalen Felsen. Boah, hier leckt es ein bisschen. Leck, leck, leck. Also, ja, ich habe sie immer genutzt zum Trainieren, aber es kann halt auch ein bisschen nerven. Es ist so zweierlei mit denen. Zumal es vermutlich sogar sinnvoller ist, wenn man einfach nur gegen normale wilde Pokémon kämpft manchmal. Habe ich richtig gehört? Da ist schon wieder ein Teddybug. Kano. Ganze Vulkano hier haben immer Bedroher. Okay, nee, das nicht. Das hat Feuerfänger. Oder greife ich es besser nicht mit der Feuerattacke an? Ich glaube, das ist sinnvoller. Okay, Teddybug. Auch kein Bedroher. Hatten die nicht immer sag mal. Ja, toll. 95%. Das ist 95%. Die Attacke. Und dann schlägt sie fehl. Warum spammst du das alles mit Kraftschub? Willst du mich wegsweepen jetzt oder was? Ja, blöd, dass du langsamer bist. Ey, das war unnötig riskant, Flampion. Warum trifft das auch zweimal hintereinander nicht? Wenn das jetzt schlecht gelaufen wäre, wäre Flampion draufgegangen. Aber ich glaube, ein Krafttube hätte schon gereicht, um ganz schön böse Aua zu machen. Okay, hier gibt es noch zwei Angler. Und ein Feuerjuwel. Ich glaube, die Angler machen mir noch. Ich stelle mal Sweepy jetzt mit Pikachu durch. Und danach steht beim nächsten Mal nur noch die Arena an. Ich denke mal, für die Arena werde ich noch mal ein kleines bisschen hochleveln. Weil ich die ja eigentlich immer gerne in einem Part machen will. Entsprechend, ja, werde ich alle so auf Level 23, 24 herumbringen. Das sollte ausreichen, denke ich mal. Dann geht's beim nächsten Mal Arena-Action. Wir haben ja noch ein paar Vortrainer dann. Ich glaube, insgesamt gab es da vier, fünf Trainer noch. In der Arena selber. Aha, Static. Und dann, ja, tun wir den ollen Arti mal gehörig seine Käferchen zertrampeln. Was hast du noch? Noch ein Barschuft, okay. Barschuft. Der Barsch ist ein Schuft. Lernt bitte mal Donnerblitz, ja? Dankeschön. Müsstest du eigentlich auch bald, oder? 26 herum? 24? Ich meine schon. Gab es hier nicht noch irgendwo ein verstecktes Item? Keine Ahnung. Warte mal, wir haben doch das Item da. Wieso nutze ich das nicht?
Können wir doch allgemein mal auswählen. Okay, nur an Stellen, wo ich aktuell nicht drankomme. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht, ja. Dann lassen wir es halt. Gut, wir gehen nochmal ganz kurz zurück ins Pokémon Center und dann... Na gut, ich kann eigentlich nochmal auf dem Weg hin sagen, das war's mit Pokémon Schwarz 2 für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was mir gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn es dann gegen Arti in der Arena losgeht. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.